So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Die Viecher sind nachts stärker als tagsüber. Die Frage ist nur, bringt mir das was? So, zum Glück habe ich Steine unendlich. Na komm her. Diese Geräusche, die machen, sind schon lustig. So, ich muss jetzt leider wirklich diese schwache Taktik ansetzen. Ich wollte eigentlich Schwanzmadentaktik sagen, aber ich glaube, das würde euch nicht so gefallen. Das habe ich doch gesagt. Ist mir egal. Ist mir egal, okay? Obwohl ich eigentlich wieder genug Stuff zum Schießen habe. Was gehört, Mädchen? Na, hat da was geraschelt? Ja, komm hier. Ja, komm. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ist das gemein? So, ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt. Werde ich natürlich gleich benutzen. Feldreparaturen, mehr Saft, erledige kleinere Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Teufelskreis, die Fähigkeit, aus einem Nahkampf einen Fernkampf folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Ja, ich würde aber eher sagen... Wunderbar. Und ich habe jetzt zwei freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Verlängert die Ausdauerzeige von Symbolen. Ja, das ist nicht so. Grüner Daumen. Doppelt so viele Pflanzen. Zeug weniger Lärm. Adlerauge. Erhöht die Reichweite. Das ist gar nicht... Das, die beiden wären okay. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Bin jetzt auch nicht mehr ganz so nackig. Denn immer wieder? Wir müssen doch auch irgendwann mal, muss doch das Gebiet leer sein. Oder liegt es an den Nestern? Na gut, wie der Dicken schon sagte, tagsüber sind die Viecher zwar auf der einen Seite schwächer. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ja, geh zu Fuß rein. Schön leise. Ja, das habe ich auch vor, mein Süßer. Fällt mir nicht, dass der da jetzt auch noch da ist. Die Frage ist, wurde der angelockt? Oder war es nur der? Wollte ich jetzt so nicht machen, aber... Na komm her. Das ist nur der eine. Wenn der jetzt herkommt... Wenn ich den... Oh, ich hab schon wieder Hunger. Hab schon wieder Hunger. Ich glaube, ich sollte mir keine Pommes holen. Die füllen meinen Magen. Noch mehr von euch? Begrenzt. Ja.
Na komm. Komm her, Mädchen. Komm, da ist was Feines. Ein Penis, mit dem du zu spielen. Na, besser nicht. Da wäre selbst nicht mal ich scharf auf den Dreier. Entschuldigung. Das sollte jetzt nicht so eklig sein. So, wen haben wir denn hier? Warte mal, vielleicht kann ich die alle nah ranlocken, weil Steine haben wir ja theoretisch unendlich. Weil dann kann ich nämlich hier ein bisschen Ruhe machen. Ja, ganz einfach. So. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Oh. Da hat's Bums gemacht und unten Vase. Ne. Jo. Ich glaube, der entdeckt mich jetzt. Tatsache, das Tatsache nicht. Das war... Das geht bestimmt schnell hoch. Ja, ja, das lief super. Hier habe ich da noch irgendwas gehört. Molly, hallo, ich habe was für dich. Fake-Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Verbrenne alle Nester bei einer, Infizierung, um einen Schnellreiseweg zu eröffnen. Okay. Feuer frei. Gut. Wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Jawohl. Wie, ich habe keinen Schrott mehr. Fuck. Tja. Ich würde sagen... Gelaufen. Okay, ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? Diek, mein Süßer, ich habe da echt keine Ahnung. Da bin ich echt überfragt, Bro. Aber wir kriegen das hin, also entspann dich, ganz ruhig. Die Frage ist jetzt, kann ich eine Rauchbombe herstellen? Nö, kann ich nicht. Ja, die Axt ist natürlich auf der einen Seite ganz gut. Auf der anderen Seite frisst sie natürlich auch ziemlich viel Ressourcen. Und geht schnell kaputt. Aber macht gut Schaden. Tja, ich würde sagen, da hat's den ein bisschen halbiert. Na, plus 1 Schrott. Ich glaube, aus den Autos kriegt man am meisten. So viel Schrott. So, Zedernsetzling ist mir eigentlich ganz lieb. Hier gibt es bestimmt Munition, das wissen wir ja vom Tutorial sozusagen. Ja, hier gibt's immer gut Stoff. Wunderbar.
Schachtel mit Nägeln. Das ist alles ganz schön, dass es da liegt. Die Frage ist nur... Wie, ich habe nur 6... Och, komm schon. Nur 6-mal Schrott. Das ist ein bisschen lame. Das ist voll, das ist wahrscheinlich auch voll. So, Wurmkarton. Einen haben wir gekillt. Die Frage ist, wo sind diese fucking Nester? Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Das sieht auch schon so aus. Tja, blöd gelaufen mit der Falle, hä? Die Frage ist jetzt nur... Da sehe ich doch schon wieder ein Nest. Hier oben. Muss ich hier erstmal ein bisschen freiräumen, dass ich ein bisschen freie Sicht habe. Beziehungsweise auch ein bisschen manövrieren kann für den Notfall. Warte mal, das kann ich doch eigentlich von hier machen, oder? Du klammerst mir zu sehr. Mädchen, steh nicht auf dich. Du bist nicht mein Typ. Ich bin wählerisch. So. Meine Güte, immer diese klammernden Mädels, ne, die einfach nicht loslassen wollen. Mann, 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 Mann. Nee, nee, nee. Ich meine, so wie die aussehen, müssen die schon nach jedem Strohhalm greifen. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. So abgeranzt. Aber sind wir mal ehrlich. Gott, verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Gerade mitgelacht. Das wird euch aufwärmen. Nest ist hinüber. Die Frage ist, kommen die jetzt hoch oder nicht? Hau ab! Du auch! Und du hast recht. Boah, die war aber jetzt hartnäckig. Die hat aber ein bisschen was gebraucht. Das ist... Okay. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ach, ein paar Mollys sind deine Freunde. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heiz ich euch ein bisschen ein.
Hallo, ich hab doch... Warte mal, kann ich... Ja... Kann ein paar Nägel reinhauen. Gucke mal, ich habe eine Massagebürste, nur für deinen Arsch. Hihi. Das ist eine Arschbürste, damit kratzt man sich am Sack. Und am Hintern. Das ist die reinste Todesfalle. Ach, alles gut, oh, Digga. Verdammte Freaks, was zum Teufel macht ihr hier drin? Ich hab keine Ahnung. Spaß haben? Für sich? Die Fragen. Aber da ist noch ein Nest. Komm schon, Leute. Weißt du, was mir fehlt? So ein bisschen Fokus. Ein kleiner Fokus. So, dass ich... Okay. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Das waren alle hier drin. Ja, das weiß ich, Deacon, aber trotzdem... Will ich gucken, ob ich hier noch irgendwas... mitnehmen kann. Da hinten ist noch einer. Die Frage ist, wo ist das nächste Nest? Dass hier alle hier drin alle gewesen sind. Hier liegt noch eine Bärenfalle. Hier noch Lappen und so ein Stuff. Hier ist noch irgendeiner unaufgesammelt. Die überraschen wir von hinten. Hallo Mutti. Na? Ich hab was für dich. Guck mal, und guck mal, die hat uns so schön den Hintern hingeschrecken. Da müssen wir doch einfach nachgeben. Wenn die sich schon so schön präsentiert. Die Frage ist, wo ist das nächste Nest? Na, Mutti, komm her. Aha. Mhm. Schön. Schöne Geschichte. Ist mir nur zu lang. Lässt ein bisschen Haar, ne? Gut, ich hab keine Ahnung, was das ist. Hier scheint es irgendwie Bums zu machen. Ah ne, das ist... Ah, Stachelbeige. So, das ist jetzt die Frage. Wo ist jetzt... das nächste Nest? Super. Der hat gesessen. Ich weiß immer noch nicht genau, wo das nächste Nest ist. Hier war ich schon. Könnte es nur noch da hinten sein. Also das hier hatte ich übrigens bei der letzten Aufnahme auch gemacht, inklusive andere Konsorten. Das Problem war halt nur, dass ich, wie gesagt, da keine Aufnahme hatte. Da ist ein Nest. Okay. Ah, in der Hütte muss ein Nest sein. Ich glaube, der Deacon kann das riechen. Oh ja, ein Nest.
Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Na, kommt raus. Jetzt gibt's Happa Happa. Und Papa Nappa. Na, kommt rein. Zerstöre die Nester. Camp, Infizierten beseitigen. War das Letzte? Na, endlich. Ja, scheint so. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Lümmel hier kümmern. Das war gut. Ich hab zwar keine Ahnung, was es gerade war, aber es hat sich so richtig schön... Es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen gut auch ein paar Sachen gelernt. Ja. Hör dich aufs Ohr, Busa. Dicken Ende. Jetzt habe ich wieder ein Dingsbums. Provisorischen Schalldämpfer. So, jetzt muss ich mein Bike holen. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ich habe schon mal gesagt, für die Leute, die es nicht kennen, guckt euch die Serie Bob's Burgers an. Und der Teddy, der hat da so eine leichte, ähnliche Stimme wie der Busa. Mich würde gerne mal interessieren, ob das der gleiche Dingsbums ist. Der gleiche Synchrosprecher. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn ja. Boah, ich kriege jetzt so Hunger. Warum? Ich habe doch erst eine große Pommes gegessen, aber sonst nicht viel. Mal überlegen, was habe ich denn heute gegessen? Zwei Fleischkäsebrötchen, große Pommes, das war's. Ja, war nicht viel. So. Alter, 1 Kilometer. Weißt du was, wir machen so. Ich nehme das Ding jetzt mit zum meinem Bike. Erstmal heilen. Schnell speichern. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Story für die Fahrt. Story für die Fahrt rüsten. Mach den Drifter ausfindig. Was haben wir hier? Das ist Copeland's Camp. Da mache ich hier mal eine Schnellreise, dass wir den ganzen Scheiß mal abgeben können. Und den Typen kriegen wir später. Wir lassen uns da jetzt von der... Ach, dem Kampf auf deine Ausdauer. Ohne Ausdauer hast du ein Problem. Ja, ich weiß. Mach das bekackte Tor auf. Macht auf. Dank dir, Liebes. Jetzt geht's. Manny. Will draußen nicht ohne Sprit da stehen. Es steht fest. Ich hab 2000 Punkte. Ich pack das für dich ein. Jawohl. Oh ja, ein sehr schöner Stück. Dafür brauche ich Vertrauensstufe 2, hier auch. Das habe ich. Ah, das kostet ein Männig. Aber dafür gibt es ordentlich Haltbarkeit. Also wir können hier ein Bike gut aufrüsten. Das gefällt mir ganz gut. Vor allem auch die Haltbarkeit und alles, das hat echt was. Ich halte die Augen auf nach neuen Sachen. Hey, wir sehen uns. Ich schau nur. Camphändler, verkaufen dir Waffen, Munition, Vorräte, wenn du genug Vertrauen und Punkte hast. Auf höheren Vertrauen, ja, kann ich besser Objekte frei. Was habe ich denn für Vorräte? Munition? Kann ich auch was verkaufen? Das wäre eigentlich ziemlich cool.
Munition nachfüllen brauche ich eigentlich gar nicht. Inventar voll, dafür brauche ich Vertrauensstufe 2. Keine gelagerten Waffen. Was? Nicht genug Punkte? Ja. Vielleicht gehe ich heute noch auf Beutejagd. Ich bin hier, falls irgendwas ist. Okay, mir Bescheid. Hey, wie läuft? Hey, Deek. Hey, Sweetie. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Was denn? Ich habe gesehen, wie sie dein Bike brachten. Ich habe es sofort wiedererkannt. Ja, tatsächlich? Ja, ich wollte mit Cope reden, aber er ist gerade echt sauer, okay? Nicht auf dich. Naja, vielleicht doch, aber... Mann, auf die Ripper, weißt du? Sie haben uns ganz schön zugesetzt. Noch. Ja, ich weiß. Danke für die Info, Jesse. Die ist super. Gut, dass wir uns kennen. Du stehst zu mir, ich stehe zu dir. Verdammt richtig, aber hör zu. Ich muss den Kopf einziehen, ja? So tun, als wärst du nur ein Drifter. Nur bis Copeland sich beruhigt hat. Ja, alles gut, entspann dich. Ja, alles klar. Hast du ein Problem? Na dann? Oh, da geht's gut. Super. Ja, entspann dich, kriegen wir schon hin. So, was haben wir denn hier? Na, es gab gut Vertrauen. Gefällt's dir? Ich hasse Holzhacken. Brauchst du was? Ich hasse es. Was so sehr wie Latrinen ausheben. So sehr wie Latrinen ausheben, herrlich. Gut, ich habe keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Will ich jetzt gleich weitermachen oder will ich erstmal speichern? Vorher muss ich erstmal zu meinem Bike. Ich hab nach dem Tank Ausschau gehalten. Der hat eine Idee erlebt. Hat uns vorbeigebracht. Ja? Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Damon. Moment, ich komme. Danke. Okay. Wo ist mein... Wo haben die denn... Was? Sag mal, bin ich blöd? Ah, haben sie mein Bike hier hingebracht. Okay. Weißt du was? Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal richtig. Natürlich neuer Spielstand für den Fall eines Falles. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Vielleicht ein bisschen kurz. Mal gucken. Vielleicht haue ich da noch irgendwie was zusammen. Wenn es ganz kurz sein sollte. Muss ja nicht immer eine Stunde gehen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ich hab Hunger.